Was haben wir jetzt für Motorraum da hinten, was du so abdeckst, weil ich aber eigentlich schon so halb gesehen habe gerade. Was ist da los? Ja, pass auf, ich zeig's dir. Ja. Ja. Also das richtige Wort dafür versuche ich noch zu finden. Ich habe heute Morgen gesagt, das sieht echt abartig aus. Ja, abartig ist schon gut. Abartig beschreibt die Sache schon ganz gut. Oder halt eben die Frage war, wie clean wollt ihr das machen? Dann habt ihr ja gesagt. Ja. Ja. Der Schriftzug, ne? Ich weiß, dass wir auch drüber gesprochen haben, wie der Schriftzug sein kann, sein soll. So ist der perfekt. Finde ich auch. Also ich bin froh, dass wir es selber gemacht haben. So das habe ich auch im, ganz ehrlich, ich bin hingefahren, habe die abgegeben mit dem Gedanken, ich mache den gelb. Und als ich dem das Ding in die Hand gedrückt habe, habe ich gesagt, machen Silber. Das war so Entscheidung auf letzter Rille. Also du hast ja auch die Leitungen, ne? Verschiedene Ansätze, auch Silber, davon mal ab, aber das Silber ist irgendwie. Klinisch, sieht sauber aus, ist irgendwie logisch, dass es so wäre. Wenn es jetzt gelb wäre und vielleicht der Ton auf dem Material ein bisschen anders wirkt, hätte sofort schon so einen winzigen Touch gehabt. Ja. So ist das perfekt. Wir haben aber heute noch eine andere Idee gehabt. Wir haben nämlich für hier oben Kappen gemacht, im 3D-Druck, weil ich gesagt habe, wir müssen die auch schwarz glänzend machen. Ja. Und dann kam der Daniel heute Morgen mit den Kappen, wir wollten die eigentlich zum Lackierer bringen. Ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir machen das ganz anders. Weil der Triebwerkschriftzug steht ja hier jetzt schräg, dadurch, dass wir den Versatz in der Saugbrücke haben. Ja. Ich habe gesagt, wir machen jetzt hier eine Brille oben drauf und machen da den Schriftzug drauf. Und da unten weg, weil dann steht er gerade. Das werde ich auf jeden Fall nochmal probieren. Wir haben jetzt gesagt, für dieses Auto... Du meinst, weil wir so einen leichten Versatz drin haben? Du hast den Zylinderversatz und deswegen steht er ja schräg. Ich meine, dass wenn du jetzt so drauf guckst, ist es ja richtig, ne? Das Gebläse hier ist ja auch schräg, aber das war noch so eine Idee. Also ich finde es so eigentlich perfekt, aber ich bin ganz ehrlich, unseren Tim hat es gestört. Den hat es gestört. Da muss man reden. Kannst du mal einmal von hier gucken so? Ja. Und dann, man dann auch mal die Frage aufmacht für die Kommentare. Weißt du, dass du so schön drauf guckst? Ja. Dieser Schriftzug ist anstelle von so... so leicht versetzt, weil es ja so jedem halt nun mal vorgeben. Aber ich finde, irgendwie passt das ja auch dazu, weil der Motor ja vorgibt, wie es ist. Ne? Aber wenn ich natürlich so seitlich, so wie du gerade standst, dann... Ah. Also der Tim ist der Einzige, der gemeckert hat. Kein anderer hat darüber gemeckert. Klasse, Tim. Super, ja. Super gemacht. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt überlegt, wir machen jetzt die Brille für hier oben und dann schreiben wir bei dem, weil Triebwerk hier jetzt nun mal schon da unten steht, einfach 4.3. Muss ja auch irgendwo hin. Muss auch irgendwo hin, ne? Irgendwo muss das hin. Kannst du uns jetzt einmal erklären, was das ganze Wirrwarr hier zu bedeuten hat? Ja, der Sven hatte eine ziemlich gute Idee. Wir haben ja sehr, sehr wenig Zeit. Der Motor ist jetzt schon komplett vormontiert und wenn das Auto heute vom Sattler wiederkommt, wollen wir morgen früh sofort anfangen, die ganze Motorelektrik und den Motor und alles in das Auto einzubauen. Und wir prüfen jetzt einfach hier auf dem Brett schon vorab, nehmen wir das Motorsteuergerät in Betrieb, machen die ganzen Grundeinstellungen und prüfen, ob alles funktioniert. Ja, ob die Zündkerzen, die einzelnen Zündkanäle funktionieren und funken. Ob die Einspritzdüsen funktionieren. Ich kann vor allen Dingen die ganzen Grundeinstellungen schon hinterlegen, wie viel Hubraum und all diese Sachen. Und das machen wir jetzt. Sieht zwar extrem wirr aus, aber der Sven und ich haben hier den Masterdurchblick, oder? Ja, immer glaube ich. Ja, wir haben den absoluten Durchblick.
Ja, weil manchmal ist es nämlich so, dass man irgendwas hat, was nicht funktioniert. Und wenn alles eingebaut ist im Auto und du suchst nach einem Fehler, und man hängt dann hinten so schön in dem Motorraum drin, ist das schon manchmal spannend. Für uns alten Männer. Für uns alten Männer, genau. Vor allen Dingen, ich habe tatsächlich in letzter Zeit immer das Problem, wenn ich den Kopf im Motorraum hinten reinstecke, dass ich nichts mehr erkenne. Ja, das ist total beschissen mit den Augen. Ja, das wird immer schlimmer jetzt. So, dann haben wir, ne, das finde ich spannend, ja, trage ich erst zum zweiten Mal ein. 4300 Kubikzentimeter, das ist schon der Wahnsinn, ey. Dann begrenzen wir den jetzt hier in der Drehzahl erstmal auf 3000 Umdrehungen, damit unser Brett hier nicht durchbrennt, ne? So, jetzt haben wir hier gerade schon das Problem, dass die Einspritzdüsen nicht angetaktet werden können, weil die 12 Volt an der Düse nicht anliegen. Wahrscheinlich ein Problem im Relaissockel, so wie es aussieht. Und das sind genau eben die kleinen Fehler und Probleme, die auch auftauchen, wenn wir sowas im Auto dann in Betrieb nehmen. Und dann kann der Sven jetzt schön bequem im Stehen nachgucken. Ich finde das gut. Oder ist das falsche Relais, ne? Das hat man nämlich tatsächlich auch schon mal. Es gibt zwei unterschiedliche Kfz-Relais mit einer unterschiedlichen Belegung. Und wenn man natürlich die Verdrahtung im Sockel nicht entsprechend dem Relais macht, dann kann das auch zu Problemen führen. Da sind die 12 Volt aber, ne? Der Pin ist raus. Und diese Platte, die sitzt nämlich jetzt normalerweise schön vorne zwischen den Stoßdämpferdomen. Und wenn dann alles eingebaut ist, ne, dann hängt man mit der Nase bis da hinten am Anschlag so drin und sucht nach dem Fehler. Du musst bitte auch noch mal da reinhalten und zeigen, wie geil clean das alles ist. Ne, so Schläuche und lose Kabel verschwinden natürlich noch. Ne, aber hier ist jetzt natürlich kein Verteiler mehr, keine Zündkabel mehr, weil wir haben jetzt extra Ventildeckel gefräst, die diese Verschraubung haben hier, um diese Einzelfunkenspulen an dem Ventildeckel verschrauben zu können. Und ja, wir sind heilfroh, dass es funktioniert. Ne? Das war bis zuletzt noch gar nicht so. Okay. Ne? Der Motor ist drin. Soll ich mal was Geniales zeigen? Mhm. Und so unbedingt geile Einzelfunken-Zündung. Guckt euch das an. Sensation. Von hier unten verkabelt. Natürlich auch schön beschriftet, ne? Mit U1, U2, U3. Das hat der Sven ganz toll gemacht. Dann kommt hier die Masse mit drauf. Und dann gehen wir von hier mit unseren Steckern nach oben zu den oberen Kerzen. Und damit entfallen die Kabel im Motorraum komplett. Außer diese Leitungen. Ich finde das total geil. Oberschick. Oberschick. Ja. Clean. Also mit dem Heizungsschlauch. Das auch die schönen Ventildeckel hier mit der Möglichkeit, die Einzelfunkenspulen da anzuschrauben. Das ist schon ziemlich gut geworden, finde ich. Man kann das so machen. So. Und jetzt guckt mal bitte, wie geil die Drosselklappenanlage aussieht. Hier hast du vorher aufgeräumt, ne? Hier wäre ja sonst das alles hier gewesen. Hier war, ne, entweder der Verteiler oder bei unseren ersten Autos hatten wir hier die VR6 Zündspulen und dann mit Zündkabeln auf die Dings. Ja, genau. Auf die, ja, stimmt. Und das ist ja alles hier weg, komplett dadurch weg. Und wir haben übrigens noch ein Detail hier gerade, wo wir nochmal drauf eingehen müssen. Mhm. Das ist bei uns der Verkaufsschlager gerade. Ich habe schon über 2 Monate Lieferzeit und komme überhaupt nicht nach. Wir haben ja dieses Teil hier entwickelt. Ja. Und hier oben drin sitzt ein Turbogebläse. Ja. Hier hinten drin ist eine kleine elektronische Steuerung. Ja. Das verbinde ich mit den originalen Anschlüssen. Weil das Problem ist, wenn du das einfach ausbaust, beim 964 sitzt hier hinten so ein riesiges Gebläse drin, was pottenhässlich ist. Wenn du das ausbaust, dann funktioniert die Heizung nicht mehr. Dann kann man zwar im Relaissockel brücken, damit die Heizung noch funktioniert, aber es kommt vorne nicht mehr richtig warme Luft an.
Ja, und dann habe ich dieses Ding hier gebaut, habe ein kleines YouTube gemacht davon. Ja, und die Leute reißen mir das aus der Hände. Ja, das ist echt der Burner. Geiler Artikel, vor allen Dingen, weil er so schön problemlos ist. Ja, ich liebe das immer, wenn man keine Rückmeldungen kriegt, das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, definitiv. Ja, Mann. Nee, ich finde das auch schön, dass in Dubai eigentlich kein Sand ist, der da so reinfliegt. Ja. Das stimmt. Kann man ja wieder sauber machen, ne? Ja, aber es tut schon ein bisschen weh. Ja, komplett. Ne? Sehr gut. Richtig cool. Ja, wenn du nächste Woche gekommen wärst, dann hätte er, glaube ich, schon komplett hier gestanden. Also ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche zur gleichen Zeit schon fahren. Mhm. Das heißt, am 13. geht er auf den Dämpferprüfstand. Und am 14. Dann gucken wir, dass wir da eine Grundeinstellung reinkriegen, oder? Und dann fahren wir die in Papenburg dagegen. Ja, jetzt muss ich eigentlich in dem Zuge noch jemanden im Spiel bringen. Ich habe nämlich den Ralf Fellner gefragt, ob er für mich den Motor zusammenbauen kann. Weil ich so heftig unter Strom war, mit Drosselklappen zusammenbauen, mit Bremse, mit Ölleitung, mit Tank. Ja, und der Ralf ist halt ein alter Hase. Über 50 Jahre Porsche-Erfahrung, war jahrelang selbstständig und hat eigentlich ja hinterher auch viel Wassergekühlte, aber kennt sich halt sehr gut mit den Luftgekühlten aus. Und der war jetzt natürlich genau der Richtige, um den 4.3er zusammenzustecken. Ne? Wir machen das. Da ganz hinten los. Wir sind nicht streng drin. Mit dem perfekten Werkzeug kann man gut arbeiten, ne? Nee, ist ja nicht schön. Auch das werden wir noch hinbekommen, den letzten. Und klack, ist der Sicherungsring eingerastet. Okay. So. Dann kann auch schon das Köpfchen montiert werden. Dann setzen wir mal die letzte Zylinderreihe auf, damit es hier mal ein bisschen vorangeht. Nachdem jetzt die Spannschiene und die Gleitschiene montiert ist, setzen wir jetzt den Kettenkasten auf. So. Klack! Mein tolles Haltewerkzeug, eine schöne neue abgebrochene Nockenwelle.
So sind wir auf der Z1-Markierung. Und mit ganz viel Glück steht die Nockenwelle genau da, wo sie stehen soll. Markierung auf Z1, Nockenwelle auf Überschneidung, 4,99. Dann können wir die Nockenwelle anziehen mit 120 Newtonmeter. Dafür haben wir ein Sonderwerkzeug. Das hier annotieren. Okay. Danach überprüfen wir einmal die Einstellung. Drehen etwas zurück und drehen die Steuerbalken nochmal auf 0. Das wird okay sein. Nun, das sind genau eingestellt. Dann muss man einer nachmachen. Richtig? Hier die hochmoderne Zündanlage mit Einzelpumpen, Spulen. Auch hier haben wir unsere Dichtungen schon selbst angefertigt, damit es dann auch ordentlich abdichtet gegenüber dem Ventildeckel. Mal kontrollieren. So, jetzt machen wir unsere schöne Motorverblechung mal wieder dran. Nach dem Lackieren sieht hier alles sehr schön aus hier. Alle Bleche mal angepasst. Man muss ja mal einfach vor Augen halten, in welcher Kürze der Zeit jetzt so ein Auto hier entsteht. Ne? Ich meine, es ist immer was anderes. Wenn du ein Rennauto in einer Woche wieder komplett von Rohkarosse auf aufbaust, ist eins. Aber da reden wir von einem Rennauto, wo kein Teppich und die Detailliebe, der Himmel und so alles ja nicht da ist. Ne? Aber so ein Auto in der Perfektion in der Zeit aufzubauen, ist einfach nochmal... Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich bin. Da brauchst du schon bekloppt dafür. Ja, ich habe auch so ähnliche Kommentare habe ich auch gelesen. Ja, aber ist doch schön. Also ich meine, wenn du das Ergebnis siehst, jeder, der Spaß an sowas hat, und die Jungs hier haben alle das, sonst würden die das A nicht machen. Und B sieht man das auch jedem einzelnen Jahr an. Und das ist der Schlüssel. Und das ist aber das Ergebnis. Und wenn dann so ein Auto fertig ist, rollt oder sogar auf der Rallye rollt, oder? Das ist doch so. Ist doch dann die Genugtuung für jeden, der an dem Projekt beteiligt war. Das ist halt einfach stark. Ja, ich bin natürlich extrem euphorisch jetzt. Also jetzt steigt auch langsam der Bock auf die Aktion. Das ist schon sehr cool.